Folge Nummer 35 von Avorion. Wir sind in unserer Drohne hier, haben aber letztes Mal auf der Karte Befehle gegeben. Und die Lady, die war jetzt noch offen. Die sollte Rekonstruktionsmarke bekommen. Dafür müssten wir dann da mal reinspringen. Okay. Schiff in Sektor wechseln. Wechseln wir zu Lady. Dann gehen wir da rein. Denkst du? Klappt so gut? Ja, jetzt sind wir dran. Und müssen jetzt schauen, wo das Depot ist. Ne, nicht Depot, das Reparaturdock. Weil da müssen wir hin, um die Rekonstruktionsmarke zu setzen. Müssen wir angedockt sein? Keine Reaktionsmarke, genau. Das kaufen wir jetzt. Okay, wir brauchen nicht angedockt sein, das ist gut. Aber ich würde gerne gerade noch gucken, ob wir noch weitere Schritte machen können da. Da war ja noch hier, Schiff rekonstruieren, Rekonstruktionsmarke kaufen, Schiff reparieren, nee. Als Rekonstruktionsort setzen, ich glaube, das brauchen wir jetzt gerade nicht. Ist jetzt nicht der beste Sektor, um das da zu machen. So, jetzt haben wir die Lady da geklärt. Was uns jetzt fehlt ist, was kann die denn machen? Das ist die Frage erstmal. Titanbergbau, die hat Bergbaugeschütztürme und die kann sich verteidigen. Das ist schon mal gut. Die hat aber viel zu wenig Energie. Das heißt, da müssen wir noch was tun, oder was? Dann bauen wir da noch was. Ach, das sind Titan-Gyroskope oder sowas. Ist das hier, was sind das hier, Energiecontainer oder? Generator, passt. Steuerung C, Steuerung V. Titan-Generatoren haben wir jetzt dann. Aber die würde ich jetzt einfach dahinter bauen wollen, sozusagen, oder? Aber so ist ja. Ne, dann machen wir lieber das. Steuerung C, Steuerung V haben wir. Und dann gehen wir nur einen anderen. Bereich. Machen noch eine Spiegelachse an. Und dann setzen wir die da noch hin, oder? Also benötigte Energie, erzeugte Energie. Das reicht bei weitem nicht. Wir sind erst bei 1,85 und brauchen 3,2. Warum brauchen wir so viel? Was haben wir denn hier reingebaut, dass das so viel braucht? Gar nichts. Geschützkontrollsystem haben wir. Und Bergbau ist hier auch nichts. Das ist schon krass, oder? Bergbausystem fehlt uns auch noch. Ne, lass mal hier gerade hin, aber das ist ja nicht so, dass hier Leute fehlen, oder? Ne. Hier sind so viele Kanoniere zum Beispiel dran, ne? Könnte man welche schmecken, aber lass mal so, bringt ja nichts. Pracht haben wir nicht. Effizienz, Schiffssysteme. Wir brauchen hier so viel. Der Hyperraumantrieb braucht so viel, okay. Da hätten wir gerade 2%. Achso, das geht, wenn dann wandert dann nach oben, ne? So macht man das hier. Okay, das ist jetzt nicht das Wichtige. Klonkapseln, Akademie, Schilder, Antrieb, Integrität.
Okay, das können wir alles so lassen erst, ne? Den könnte man dann deaktivieren, dann hast du genug Strom, ne? Vertue ich mich jetzt? Hier ist doch nichts drin, oder? Und das Ding hat einen Überraumantrieb. Das ist ja jetzt krass, oder? Komm, machen wir hier nochmal was hin. ...2,1 haben wir dann erst. Jetzt haben wir irgendwas anderes ausgewählt, oder geht noch? Na, wir kommen langsam der Sache näher, ne? Ach, wir haben die Achse hier vertauscht, kann das sein? Ja, irgendwo ist die Achse jetzt hingekommen, um Spiegelachse Y kann weg, die brauchen wir nicht. So, das ist da, da geht's nicht, aber hier wird's gehen. Und hier wird's auch gehen. Und es ist noch nicht genug Energie, ne? Dann bauen wir das noch drauf und dann reicht's auch noch nicht. Jetzt reicht's. Minimal. Super, oder? So, Baumodus verlassen. Ja. Jetzt flackert nichts mehr, ne? Und jetzt kommt er auch langsam da hoch, wie wir sehen. Sehr schön. Gut, dann haben wir das auch erzielt. Jetzt gehen wir mal auf die Karte. Und überlegen, was wir dann machen, ne? Das sind alle Schiffe, die wir haben, oder? Also, warte mal, wir müssen jetzt erstmal hier mit T aussteigen, ne? In die Drohne. So, jetzt auf die Karte. Jetzt gehen wir auf die Lady, die sehr weit springen kann, obwohl ich nicht weiß warum, aber sie kann's. Und die springt jetzt mal dahin. Danach. Kann sie noch da einspringen? Handelsposten, Reparatur, Ressourcendepot, da ist jetzt nichts Wichtiges. Wir sind mit der Drohne da. Weiß jetzt gar nicht. Ja, da müssten wir ja nochmal irgendwie, aber das sind alles einzelne Punkte, die wir wahrscheinlich schon abgefahren haben, oder? Da sind Piraten, okay. Was macht Reiter 1? Reiter 1 macht nichts. Meiner 3 sollte was tun, tut er zum Glück auch. Meiner 1 sollte auch was tun. Die Lady ist jetzt da unten hingesprungen und hat noch den Auftrag, daneben zu springen. Das, was sie gerade gemacht hat. Und da ist ein Schrottplatz. So, da können wir jetzt aber nicht viel sehen. Hier flimmert auch gerade nichts. Da ist ein Notruf. Ist außer Reichweite, ist klar. Discover liegt da, hat keinen Auftrag. Die Lady hat jetzt auch keinen Auftrag. Die hatte R-Geschichten da drin, hat aber kein Bergbausystem. Das wäre ja erstmal egal, oder? Die kann ja trotzdem da mal Asteroiden abbauen. Ich glaube, wir müssen mal näher rein, um zu gucken. Gibt's ein Nee, da gibt's kein Ressourcendepot. Gibt's Asteroiden? 49 nur. Das ist ja jetzt nicht viel, ne? Dann baut sie da ab. Die Lady.
baut da ab und fliegt darüber, raffiniert da, fliegt wieder zurück und wiederholt das. Das ist ihre Aufgabe. Da gibt es eine Aufgabe, da gibt es eine Aufgabe und da haben wir jetzt den Reiter 1. Was machen wir mit dem? Also der kann ja schon mal richtig weit springen, ne? Das ist ja richtig krass. Hier muss es ja irgendwo eine Verbindung hingeben. Wahrscheinlich dahin, oder? Ist auch hingesprungen. Mal gucken, ob es jetzt den Weg gibt. Da müsste eigentlich jetzt hier diese beiden Wege gleich bauen. So sieht's aus. Und von da aus kann man auch nach da springen. Warte mal, der Schnittpunkt ist hier. Das muss weiter sein. Wahrscheinlich, nee, wahrscheinlich bis dahin. Ah, bis dahin geht's, sieht man, ne? So, dann nimmt das Tor. Ich habe fast die Vermutung, dass er dann noch bis dahin springen kann. Und da ist dann auch noch eine Verbindung. Gut. Hat auf jeden Fall eine Aufgabe. Discover liegt da. Nur der ist schon da durch. Hat jetzt auch die Verbindung da komplett gebaut. Der soll mal da einspringen und da einspringen. Mal gucken, wie wir hier das verschließen. Oder verschließen ist gut. Schließen, ne? Biotop ist da. Sehr schön. Jetzt müssen wir mal gucken. Ah, er ist schon gejumpt. Jetzt würde ich mal noch da gucken wollen. So, er hat uns das da gemacht. Lady, meine 1 und meine 3 sind... Ja, ich glaube, ich muss da mal reingehen gerade. Ich weiß nämlich gar nicht, was das ist. Oh, das ist ja unsere Drohne, ne? Das hat ja gut geklappt. Reiter 1 brauche ich. In Schiff in Sektor wechseln. Na, da knapp daneben ist auch vorbei, ne? So. Da sind wir jetzt drinne. So, nochmal gucken. Discover. Ist nur gesprungen. Passt. Arbeitet. Lady muss auch arbeiten. Meine 1 arbeitet. Meine 3 arbeitet. Und Reiter 1 sind wir jetzt drin. Gut, dann... Ah, das ist dieses Schiff. Was ist die Aufgabe von diesem Schiff? Das ist die Frage noch, ne? Da gibt es 3 Tore. Ja, kannst du wieder rausgehen, ne? Weil der hat ja sowieso nicht die tollsten Dinge hier zu tun, der Reiter 1. Der kann jetzt mal dahin fliegen. Okay, da hat es unsere Drohne gerade erwischt, ne? Der Discover. Muss man hier ein bisschen gucken. Hier ist richtig was los, ne? Als 3, der macht aber auch was, ja. Hier ist aber nichts zu entdecken, oder wie sehe ich das? Da ist jetzt die Frage, wo dieser... Da vielleicht hin? Wir können hier kein Netz entdecken gerade, oder wie? Mal schauen, ob wir da jetzt eine Verbindung kriegen. Ja, der braucht etwas länger, ne? Bis er aufgeladen ist. So, da hat er die Verbindung. Ach, da war sogar was. Ja.
hundertsechsundsechzig. 452, 166 ist dann wahrscheinlich hier. Ja. Die Lady hat da jetzt ausgesorgt. 596. Das bedeutet hier das, dann das und ich hätte gern wiederholen, geht das auch? Ah, jetzt ist das wieder falsch. Die Lady nochmal bitte. Die Lady findet hier keine Asteroiden mehr, richtig? Ja. Springt die Lady gerade dahin. Und da möchten wir Asteroiden sammeln. Raffinieren oder so ähnlich. Und wieso kann ich nicht Repeat machen? Wieso geht das nicht? Komisch. Stopp. Lady ausgewählt. Lady macht das. Lady macht das. Soll das wiederholen und es gibt kein Wiederholen. Warum nicht? Ressourcendepot ist da, würde also funktionieren, nur mir wird gerade das Dingens nicht angeboten. Das Wiederholen. Das ist jetzt voll doof, ne? Da geht's, der kann das wiederholen. Stopp. Nee. Und das geht dann nicht mehr. Ich habe keinen blassen Schimmer. Jetzt ist er da hingesprungen. Na, super cool, oder? Ja, wenn ich springe, dann geht's. Wenn ich vor Ort bin, geht's nicht. Jetzt geht's. Krass. Achso, weil wir den Sprung da oben hatten, oder was? Ja, ich weiß nicht. Er geht aber zum Sprung 2, dann passt das schon mal. Die Lady hat's wieder geschafft. Reiter 1 ist wo? Ist da. Was ist da los? 50 Asteroiden beim Schrottplatz. Bringt uns jetzt nicht so wirklich was. Da ist noch ein Blip, den wir vielleicht noch suchen sollen, besuchen sollten. Kommen wir nicht in einem Sprung hin. Gut, dann ist das der nächste Sprung. Und hier haben wir jetzt den Discover, der nicht das Feld daneben richtig entdeckt hat, aber das ist wohl verkehrt. Für diese Route. Es muss woanders sein. Ich würde jetzt mal wenn dann hier tippen. Ja, da ist die Verbindung. Da ist eine Verbindung. Da können wir noch einen Sektor entdecken. Ist hier denn was? Militärstation, zwei Tore.
444 Asteroiden. Meine 1 ist noch beschäftigt, ne? Sieht so aus. Da gibt es noch eine Verbindung nach da. Discover fliegt dann wahrscheinlich hier hin, oder? Kann er nicht. Aber da kann er hin. Okay, das ist sogar ein sehr weiter Punkt, der ein richtiges Tor hat. Krass. Da wird das Tor jetzt sogar angezeigt in dem Sinne, ne? Finde ich schon krass. Dieser Sektor ist außer Reichweite. Okay, ein Schiff in deinem Sektor ruft um Hilfe. Können wir nicht machen. Gut, aber ich sag mal, wir haben schon wieder 20 Minuten rum. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und gerne Kommentare schreiben und gerne auch das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.